Geht's dir gut? Deinen Protokollen zufolge wurdest du wohl von einer Superzelle erwischt und bist kurz danach auf der anderen Seite von Ground Zero aufgetaucht. Unweit von Port Knot City. Wie bin ich dann hier gelandet? Dank Victor. Er hat dich bewusstlos am Hafen gefunden und reingebracht. Ich glaube, Cliff könnte Lus Vater sein. Er sagte, gib ihm mein Baby wieder. Unmöglich. Cliff wurde doch... Er gab mir das hier. Vielleicht will er uns damit etwas sagen. Etwas über die Babys vielleicht. Und darüber, wie sie entstehen. Es fühlte sich nicht so an, als wollte er uns wehtun. Eher so, als ob er bloß reden wollte. Aber du sagtest, du hättest gesehen, wie er den Direktor am Strand gefangen hielt. Ja. Es muss irgendeine Art Verbindung zwischen ihnen geben. Ihn und Bridget. Lustig, dass du das sagst. Ich hab da was, das du sehen musst. Bin beim Herumstöbern in den Archiven darauf gestoßen. Eine vom Direktor aufgezeichnete Nachricht mit dem Titel »Falls ich nicht zurückkomme«. Diese Nachricht ist eine Absicherung für den Fall, dass mir etwas zustößt. Nur für Bridges Mitglieder. Und ich hoffe, dass ein solches sie jetzt ansieht. Ich bekam ein kleines Geschenk von Amelie. Sie sagte, sie bringt mich zum Strand, wenn ich will. Aber ich bräuchte diese Puppe, um dorthin zu finden. Eine Falle. Es muss eine sein. Aber ich habe beschlossen, mitzuspielen. Ihr habt ja auch alle mitgespielt, oder? Diese Maske verbirgt mehr als nur mein Gesicht. Tja. Auch Amelie ist ein leeres Blatt. Keine Vergangenheit, keinerlei Beweis für ihre Existenz. Ein Geist. Und wie es mit Geistern so ist, habe ich Amelie nie getroffen. Ihr etwa? Habt ihr sie leibhaftig gesehen? Ihre Hand geschüttelt? Das ursprünglich von uns entsandte Team bestand aus zwei Gruppen. Amelie gehörte zur ersten, Mama und Hartman zur zweiten. Sie hatten keinen direkten Kontakt zu ihr. Ja, Amelies Gruppe wurde in Edge Not City ausgelöscht. Alle bis auf sie. Alle, die ihre Existenz hätten bezeugen können. Schwachsinn. Sie ist echt. Wir haben uns berührt. Sie und ich, wir... Also ich habe nur mit ihrem Hologramm kommuniziert. Ich habe sie getroffen. Wirklich. Persönlich. Sehr oft, als ich klein war. Ja. Aber am Strand. Das hatte die Präsidentin über ihre Tochter zu sagen. Amelie wurde am Strand geboren. Ihr K blieb dort, aber ihr H kam in diese Welt. Wegen dieser Trennung von Körper und Seele verbrachte sie fast ihre ganze Kindheit im Krankenhaus. Aber trotz ihrer Krankheit gingen ihre Doomswerte durch die Decke. Ihre übernatürliche Gabe blühte auf, als sie älter wurde und ihre Grenzen überwand. Aber als sie 20 war, konnte sie physisch zum Strand reisen und zurück. Und dort verbrachte sie schon bald ihre gesamte Zeit. Also, wenn man mit Amelie in Kontakt treten wollte, ging das nur per Hologramm. Darauf beharrte die Präsidentin. Ich schwor der Präsidentin einen Eid und Amerika. Deshalb war ihr Wort für mich Gesetz. Als sie dann behauptete, Amelie sei ihre Tochter und ihre ideale Nachfolgerin, glaubte ich das. Doch als die Archive zugänglich wurden, musste ich einfach meine Zugriffsrechte ausnutzen.
Und so fand ich es heraus. Bridget hatte in ihren 20ern Gebärmutterkrebs. Sie konnte keine Kinder bekommen. Seht ihr? Es passt nicht zusammen, oder? Amelie kann auf keinen Fall Bridgets leibliche Tochter sein. Doch woher kommt sie dann? Wer ist sie? Ist sie überhaupt real? Wie können wir sicher sein, dass Amelie eine Extinktionsentität ist, wenn wir nicht mal wissen, ob Amelie Amelie ist? Die EE-Theorie könnte auch völliger Blödsinn sein. Aber wenn sie es nicht ist, wenn sie der Grund für den gestrandeten Tod ist, dann muss ich ihre Einladung annehmen. Ich habe meine Waffe mit Blutkugeln geladen. Sams Blut. Es verbindet meine Waffe mit ihr, mit mir, mit ihm, mit uns allen. Und daher sollte ich sie zum Strand mitnehmen können. Ich beende, was sie begonnen hat, indem ich sie aufhalte. Ein letztes Geständnis. Ich bin nur ein Mensch. Keine Kräfte. Nichts Besonderes. Ich habe kein Dooms, bin auch kein Wiederkehrer wie Sam. Vom Sterben habe ich keine Ahnung, nie ausprobiert. Ja, ich ging durch die Hölle. Jedes Schlachtfeld war die Hölle. Aber wie schlimm es auch wurde, ich starb nie. Ich bin immer nur vorm Tod weggelaufen. Gut. Gut. Ich muss los. Sie ruft mich. Bridges. Lasst mich nicht hängen. Nachdem er das aufgenommen hatte, sprang der Direktor zum Strand. Oder vielmehr holte Amelie ihn dorthin. Ich sah, wie er Bridget eine Waffe vorhielt. Dann kam Cliff und brachte ihn weg. Ich dachte, er wollte wegen Amelie zum Strand. Ja, sie war auch dort. Sie war es, die mich da rausbrachte. Jetzt wird mir alles klar. Wieso habe ich das nicht eher gesehen? Es war Amelie, die... Was war das? Das chirale Netzwerk ist ausgefallen. Laut Lochner dauert es nicht mehr lange, bis es vollkommen unbrauchbar ist. Dann war die ganze Arbeit also umsonst. Lass mich bitte ausreden, Sir. Ich sage es ihm. Fragile. Du siehst furchtbar aus. Du musst dich ausruhen. Ich weiß. Ich muss dir etwas sagen. Am Strand hatte ich ein kleines Gespräch mit Hicks. Er ließ sich leicht zum Reden bringen. Sagt er, warum er dich verraten hat? Laut ihm war es Teil ihres Plans. Was? Sie war ihre Anführerin. Der leere Sturz Terror. Die Sache mit dem Aussterben. Amelie steckte hinter allem. Ganz bestimmt nicht. Ich weiß, dass du das nicht glauben willst. Aber es passt zu dem, was Die Hardman gesagt hat. Hicks hinterging mich, nachdem er Amelie traf. Anfangs wollte er sein Einflussgebiet vergrößern. Dabei half ihm meine Kraft. Deshalb hat er mit mir zusammengearbeitet. Er war kein Terrorist. Er wollte bloß mehr Leute erreichen. Aber dann taucht sie auf und stellt meine Fähigkeiten weit in den Schatten. Mann, sie konnte sogar GDs kontrollieren. Also entscheidet sich Hicks für sie. Und da machte sie ihn zum Handlanger der Extinktion. Amelie gab Hicks seine Kraft? Erbe, sie machte ihn zu ihrem Homo Demens. Was ist mit Bridget? Kannst du mir erklären, warum sie am Strand war? Gibt's dafür auch eine Erklärung? Ich weiß, dass das jetzt hart ist. Aber Hicks sagte selbst, dass Amelie eine Extinktionsentität ist. Ich habe in seine Kapsel geschaut. Und in ihr befand sich kein Baby. Stattdessen war die hier darin. So eine Puppe hatte Die Hardman auch. Das ist ihr Bridge-Baby.
Dass die Terroristen die BB-Technologie neu aufgelegt hätten und Bridges dem nur gefolgt wäre, das ist Quatsch. Ihre und eure Methoden unterscheiden sich vollkommen. Dein BB verbindet dich mit der Welt der Toten. Die Puppe verbindet sie mit Amelie und ihrem Strand. Weißt du, wer noch solche Puppen hatte? Cliff. Er trug sie auf den Schlachtfeldern. Cliff, Higgs, der Direktor. Alle drei wurden von dieser Extinktionsentität angezogen und kontrolliert. Und wer ist diese EE wirklich? Ist es Bridget? Ist es Amelie? Ich weiß nur, dass der Strand uns alles verraten wird. Was sie will und warum. Wenn wir das herauskriegen, können wir die letzte Strandung vielleicht noch abwenden. Du musst sie finden, Sam. Wer auch immer sie sein mag. Sie wartet auf dich am Strand. Du musst zurück nach Osten. Sam, die Verbindung ist instabil, also mache ich's kurz. Wir haben einen Job für dich. Fragiles Zustand verschlechtert sich. Wenn sie in ein Koma fällt, findet ihre Seele vielleicht nicht mehr vom Strand zurück. Sie braucht schnell Kryptobioten. Glücklicherweise hat Fragile Express welche in Port North City vorrätig. Deshalb sollst du welche für uns holen, während du dort bist. Am Terminal oben erfährst du alles Weitere. Bitte, Sam, es ist dringend. Desto besser, oder? Schon bald darfst du hinauskommen in die echte Welt.
gebrochen. Und dann können wir richtig feiern. Also, alles Gute. Sam, Sucher. Vergiss nicht, dass dieser Behälter nicht luftdicht ist. Er darf nicht einmal teilweise unter Wasser getaucht werden. In dieser Region fällt jetzt schon seit einer Weile fast ununterbrochen Zeitregen. Deshalb ist alles, was du hier draußen für uns gebaut hast, völlig zerstört. Die gute Nachricht ist, dass wir deine gesamte vor Ort gelagerte Fracht bergen und in Capital Not Cities Verteilerzentrum bringen konnten. Weniger gute Nachricht ist, aufgrund der Netzwerkprobleme funktionieren chirale Drucker momentan nicht. Angesichts der Umstände solltest du darüber nachdenken, andere Boten um Hilfe zu bitten.
Aber das ist deine Entscheidung, Sam. Ich bin mir sicher, dass du das schaffst. So wie immer.
dranbleiben.
wird geschafft. Regis ID wird gestellt. Anzug wird dekontaminiert. Abgeschlossen. Willkommen, Sam Porter Bridges. Thank you.
Ja, geschafft, Sam. Ich könnte dich küssen, du großartiger Mistkerl. Ich dachte, alles wäre vorbei.
Fragile liegt nun schon eine Weile im Koma. Aber mit den Kryptobioten, die du gebracht hast, sollten wir sie wecken können. Und mit etwas Glück braucht es nur ein paar weitere, um sie wieder auf die Beine zu bringen. Gut gemacht, Sam. Sam! Du bist zurück. Das war sicher eine harte Reise. Vor allem ganz allein. Aber jetzt ist das gesamte Team wieder beisammen. Das ganze Team? Die Hardman auch? Es waren zu viele Reisen zu Stränden und zurück in der kurzen Zeit. Chirale Materie hat ihre Zellen kontaminiert und eine Art Jetlag auf Molekularebene verursacht. Das brachte ihre homöostatischen Mechanismen durcheinander. Keine Sorge, sie ist nicht in Gefahr, aber sie braucht etwas Ruhe. Also wo ist der Direktor? Er wird in einem anderen Raum versorgt. Bridges Personal hat ihn vor der Isolierstation gefunden. Ähnlich wie bei deiner Rückkehr von Cliffs Strand. Selbst nach der Dekontamination brauchte sie mehr und mehr Zeit, um sich zu erholen. Sam, du hast es geschafft. Hungry. Danke. Anscheinend brauchst du mich doch. Wer hätte das gedacht? Aber die Uhr tickt. Habe ich recht? Sam ist hier. Großer Lieferant. Der Einzige, der Amelies Strand erreichen kann. Du bist nicht in der Verfassung dafür. Das ist weder gut für dich, noch für Sam. Bei meiner eigenen Suche nach Amelies Strand habe ich etwas Außergewöhnliches bemerkt. Wenn man Strände mit einem Multiversum vergleicht, existiert ihre wohl auf einer höheren Ebene als unsere. Ich kann die Strände anderer Leute betreten, aber ihre ist unerreichbar für mich. Er ist unsichtbar, unzugänglich. Selbst für Fragile, fürchte ich. Stellt es euch mal wie einen Blutkreislauf vor, ja? Jeder unserer Strände bildet eine einzelne Kapillare. Aber Amelies Strand ist das Herz, das das Blut zum Rest von uns pumpt. Kapillare sind dem größeren Ganzen untergeordnet. Dieses Ganze wird vom Herzen reguliert, das die Richtung vorgibt. Es regelt den Fluss. Es regelt alles. Kontrolliert alles. Versteht ihr nicht? Sie hat die Kontrolle. Du
schaffst es vielleicht, gegen die Flussrichtung zu reisen und sie zu erreichen. Aber wenn du das tust und sie dich dann nicht gehen lassen will, dich bei sich behalten will, kann sie das. Fragile und die Hartmen sind von ihrem Strand entkommen, oder? Ich schätze, das hat sich so ähnlich abgespielt wie bei dir. Ich bin nicht entkommen, weil ich es wollte. Ich wurde gezwungen, zur Wiederkehr sozusagen, von ihr. Gezwungen? Warum? Es ist nur eine Theorie, aber sie will dich. Sie will, dass du zu ihr kommst. Das ist ihr letzter Wunsch, meinst du nicht? Das ist es. Amelie ist die Ehe und das ist ihr Endspiel. Nochmal zur Sicherheit. Wenn ich die letzte Strandung aufhalten und heil zurückkommen will, muss ich zu ihrem Strand reisen und sie umstimmen. Stimmt das schon? Genau. So klischeehaft es klingt. Du bist unsere einzige Hoffnung. Aber dass du Erfolg haben wirst, glaube ich kaum. Wenn du sie nicht zur Vernunft bringen kannst, musst du sie töten. Und wenn du sie tötest, rettest du die Welt, bist aber außerhalb von ihr gestrandet. Für immer. Machen wir es doch offiziell. Bist du bereit, das Paket zuzustellen? Ich rede mit ihr. Vielleicht hört sie zu. Angesichts des Zustands der Welt verzögert es nur das Unvermeidliche. Egal. Wenn wir so Zeit gewinnen, um etwas Besseres zu schaffen, das Leben nochmal anzupacken, zumindest kurz. Tja, da fehlt mir genau eine Frau ein, die so eine Chance genutzt hat. Nichts währt ewig, nicht einmal die Welt. Aber wir erhalten sie, solange wir können, oder? Wir flicken die Löcher, tauschen die Teile aus und so weiter. Damit wir sagen können, dass wir es versucht haben, gelebt haben. Ich dachte, du behandelst Sachen nicht gerne vorsichtig. Weil es hart genug für mich war, überhaupt klarzukommen. Damals, als wir uns in der Höhle begegneten, lebte ich einfach von Tag zu Tag. Amerika war mir egal, genau wie die Zukunft. Ich lebte eine Lüge, hatte mich verrannt. Ich war im Arsch. Aber irgendwann begann ich, mich zu verändern. Ich lernte Leute kennen, die mir zeigten, dass vielleicht doch nicht alles schlecht war. Leute, die an die Zukunft glaubten. Und an mich. Die sich nicht geschlagen gaben und auf die Hoffnung warteten. Also muss ich liefern. Um ihretwillen. Auch wenn du vielleicht nicht zurückkommst? Ich bin doch so oder so am Arsch, oder? Kümmere dich um Lou. Mach ich. Östlich von Portmore City gibt es keine aktive Todmutter. Das Kleine hat genug geleistet. Es reicht. Alles klar. Ich werde mein Bestes geben, um es gesund zu pflegen. Thank you.
Okay, konzentrier dich. Such mit mir nach Amelie. Greif nach ihr, Sam. Spür sie. Ich weiß, dass du sie liebst. Du liebst sie.